Heute mal ein kurzes, möchte ich mal kurz zeigen, wie ihr den Jailpfeif richtig zusammenbaut. Ich habe jetzt schon mal angefangen und die ersten Arme hier montiert. Ihr seht, hier ist nämlich ein kleiner Trick im Spiel, dieses kleine Teil hier in der Mitte. Das sorgt dafür, dass die Arme richtig steif zusammenbleiben. Ich habe probiert mit aller Kraft, ernsthaftig, müsst ihr mir glauben, mit aller Kraft einen Arm auseinanderzuziehen und wieder zu drücken und dann zu gucken, ob da irgendwie ein bisschen Spiel in den Arm ist. Und es ist absolut null Spiel, es ist bombenfest. Glaub mir, das hält. Ich hatte noch nie Probleme damit. Es hält bombenfest. Und es spart Gewicht mit dieser Einschraube. Ja, meine kleine Erfindung in die Frames. Ja, für Frame Designs, genau. Okay, wie baut ihr das? Ganz einfach. Ihr nehmt zuerst mal die Schrauben. Die langen 18 mm. Die kommen durch die Sandwichplatte. Und da werden die Arme erstmal aufgefädelt. Jetzt, oh, Moment, hab ich hier. Jetzt passiert die Magie. Er braucht dieses kleine Plastikstück und das kommt jetzt hier in die Mitte. Und das ist jetzt ein bisschen friemelig. Hier versuchen irgendwie leicht anzufädeln. Es hält, es ist sehr passgenau. Deshalb ist das nicht so einfach. Und dann braucht ihr so eine Rohrzange. Halt, ich mach die mal auf die erste Stufe. Einfach irgendeine. Ich habe auch nur die älteste, verrostetste, die ich gefunden habe. Und drückt das hier rein, jawohl. Einmal festzudrücken und dann ist das hier reingepresst und da ist jetzt noch ein bisschen Spiel sogar. Okay, bei dem hier oben war weniger, aber das passiert erst, wird noch eng, denn jetzt müsstet ihr die Bottomplate anfädeln und das wird jetzt nicht so einfach gehen, denn dieses Plastikstück drückt die Arme quasi in diese Richtung, also in diese hier auseinander. Seht ihr auch ein bisschen, das drückt es nach oben. Und wenn jetzt die Bottomplate draufkommt, ihr seht auch, die Schrauben gehen leicht auseinander, dann müsst ihr das wieder ein bisschen zusammendrücken, um die Schrauben anzufädeln. Und das gibt dann tatsächlich erst die Stärke. Also, lass mich das mal probieren hier. Schrauben gut schaffen. Ja, ist angezogen. Ihr seht, die Schraube kommt durch. Okay, und dann kommt als nächstes die 12 mm Schraube. Und ihr fädelt die an. Erstmal richtig anziehen, sonst wird das hier schwer. Und schon jetzt ist hier weniger Abstand, schon jetzt wird das alles viel enger, wie ihr sehen könnt. Ja, und ihr müsst auch schrauben, denn die Schrauben sind, wie gesagt, die sind fest drin, die sind fester Bestandteil der Struktur. Ihr könnt die Schrauben nicht einfach so rein und rausdrehen oder rausstecken. Die sind ziemlich fest darin eingeklemmt. Aber das ist gewollt, das muss so sein. Das gibt die Stabilität. Und ich möchte jetzt noch nicht die Mittelschraube anziehen, denn wenn ich die jetzt hier durchstecke, müsst ihr auch ein bisschen straff drehen. Ups, Entschuldigung. Ihr müsst auch ziemlich straff drehen, um die da durchzubekommen, um erstmal ein Gewinde auch in das Plastik zu schneiden. Und dazu müsste ich aufdrücken und da könnte es passieren, dass ich es wieder rausdrücke. Deshalb die mittlere Schraube erst machen, wenn die Bottomplate auch schon wirklich richtig drauf sitzt.
So wie hier. Gleich jetzt. Genau. So, ja, und jetzt kann ich die mittlere ranbringen. Hier jetzt ein bisschen aufdrücken. Und jawohl, das merkt man dann, wenn die angezogen hat. Geht auch ein bisschen straffer, muss auch das Gewinde durchschneiden, die Schraube. Und damit das alles schön straff sitzt, muss das so sein, keine Sorge haben. Nur aufpassen, das Gewinde, das Sechskantloch nicht rund zu drehen. Ist nur ein 3, es ist dünn. Ups. Hier drüben hatte ich sie vorhin schon angefädelt, ich habe dann wieder die Bottom Plate abgeschraubt, weil ich nur mal kurz eben testen wollte. Deswegen ist die ja schon angefädelt gewesen. Hier auch noch alles richtig ranschrauben. Okay, und jetzt kommen die Motoren. Hier diese ganz normalen M3 Motoren. Einfach raufdrehen. Die haben auch ein bisschen so ein Gummilippe da oben dran, damit die sich nicht von alleine lösen. Ich habe nicht mal für die Kleine einen richtigen Schraubenschlüssel, deswegen nehme ich auch hier wieder die Rohrzange. Einfach fest drücken. Und ich ziehe die dann gleich nochmal richtig straff. Deswegen jetzt noch so ein bisschen. Werdet ihr jetzt auch nicht ohne die richtig festzuhalten angezogen kommen, also nur mit der Hand. Und durch die Selbstsicherung ist das ziemlich straff zu drehen. Und die jetzt richtig anbrummeln, so richtig fest anziehen wie ihr könnt. Nicht die Schraube kaputt machen allerdings, das wäre ziemlich blöd. Aber jetzt so fest andrehen wie ihr könnt, ohne die Schraube dabei zu zerstören. Und der Grund, warum ich hier überhaupt noch Motoren verwende, man könnte ja auch einfach direkt die Aluminium-Standoffs draufschrauben, mache ich aber nicht, denn ich hatte ja schon mal Tests damit gemacht in einem, okay, ich muss mal richtig anpacken. Ich hatte damit schon mal Tests in einem vorherigen Frame, wo es sich herausgestellt hat, dass der Schwachpunkt dann die Aluminiumröhrchen wurden, da die in einem Crash die Gewinde darin unheimlich schnell rausgebrochen sind. Aluminium ist einfach zu weich. Das kann man aber umgehen. Oder die Aluminiumröhrchen sich komplett verbogen haben. Das kann man aber umgehen, indem man vorher Stahlmotoren verwendet. Ups, das war jetzt zum Beispiel rumgedreht, ja. Gutes Beispiel für, wie man es nicht machen sollte. Nicht so einfach vor der Kamera. Ja, da haben die Aluminiumröhrchen sich nämlich einfach verbogen oder die Gewinde rausgerissen. Deswegen vorher Stahlschrauben drunter machen und es wird dann auch richtig stabil. Und die lassen sich auch viel mehr anziehen, wenn wir die richtig anbrummeln. So, jetzt muss ich mal richtig selber kurz anbrummeln. Okay, alle nochmal angezogen. Das sieht dann so hier aus. Da bewegt sich. So gut wie nichts. Da vorne bewegt sich was. Okay, das liegt jetzt, glaube ich, an dem Druck da. Ich habe das schlecht gedruckt. Deswegen habe ich da gerade gefühlt ein kleines bisschen wickeln. Okay, komisch. Kann verschiedene Gründe haben. Normalerweise kommt das nicht vor. Vielleicht liegt es daran, dass ich auch schon auseinander und zusammengebaut habe. Naja. Danach jedenfalls, ganz einfach, kommen die Alu-Röhrchen drauf. Ich habe hier jetzt grüne. Die auch nicht weiter anziehen, die können dann später angezogen werden von oben, wenn die Schraube kommt. Ich habe hier jetzt grüne, genau. Es gibt auch noch blaue. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch in China oder sonst wo eigene bestellen, in allen möglichen Farben. Sind 15 mm lang. Müssen aber 15 mm lang sein, denn sonst passt das hier nicht. Das sind die Kameraplatten. Die könnt ihr jetzt auch schon anfädeln. Das kann auch gar nicht so einfach sein manchmal. Da die auch möglichst straff sitzen sollen. Ja, halt. Damit den ganzen Kamerakäfig bei einem Crash, wenn ihr solcher Crash ist, der nicht rausfliegt. Eigentlich wäre da hier von den Schrauben
Die sitzen knapp davor, vor der Halterung. Und das hat den Grund, dass der Kamerakäfig nicht einfach nach vorne rausfliegt, wenn ihr wo dagegen fliegt. Eben. Entschuldigung, ich rühre heute aber auf die Kamera. Ja. Und dann nicht vergessen, hier hinten fehlt auch noch ein grünes Blendorf. Hier ist keine mechanische Last drauf von den Armen bei einem Crash, deswegen hier ist keine Mutter drunter. Spart ein wenig Gewicht. So. Ups, da ist wieder rausgefallen. So. Mensch. Fällt sehr leicht raus dafür, dass das so straff anzufedern geht. Okay. Ja, Vorführeffekt. Schön. Und jetzt kommt die Platte und Moment, ich zeig's. Hier seht ihr, ist eine kleine Lippe noch drüber. Ihr werdet den also nicht so hier rauf bekommen direkt. Ihr müsst ein wenig so ansetzen. Und hier ist auch eine kleine Lücke, wo der genau reinpasst. Genau dort ansetzen. Und dann klackt das richtig rein. Machst du jetzt auch so. Machen wir es eben umgedreht und oben hält es besser. Also hier ansetzen. Und dann reinklacken. Alles ein bisschen straff, aber das ist alles, das muss so sein, damit auch später alles straff sitzt. Okay, jetzt nur noch hier festsitzen lassen. Hey. Das ist aber auch ein bisschen friemelig manchmal. Jetzt schön festhalten, nicht damit wieder alles auseinanderfällt. Jetzt kommen die Schrauben, die das alles zusammenhalten werden. Vor allem die hier vorne sind wichtig, da die eben den Kamerakäfig zusammenhalten werden. Hier, das seht ihr doch, da ist ganz guter Abstand. Den wird es jetzt hier richtig ranziehen, wenn es die Schraube ranzieht. Ein bisschen drücken, genau. Und dann zieht es den richtig schön straff und das Ding hält bombenfest. Ich ziehe die jetzt noch nicht super straff an, weil das sind nur Aluröhrchen und wenn ich die zu straff anziehe, dann reiße ich da schnell die Gewinde raus. Das möchte ich nicht. Und da ich hier den ja gerade nur so ein Zeigen zusammenbaue, werde ich die Topplate auch bald wieder abnehmen. Ups. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, die auch abzudrehen, kaputt zu drehen, noch höher. So, letzter. Fast. Fast. Jetzt fehlt nur noch hier vorne, ups, das hier, dieser eine Stand-Off. Dazu wechsle ich jetzt mal auf M2. Dann nehmen wir diesen Stand-Off. In der blauen Version gibt es auch blaue Stand-Offs. Etwas teurer gewesen. Deswegen kommen die für die teurere Version. Hier kommen kleine dünne M2-Schrauben in die unterste. Oder von mir sonst. Ja, je nachdem, wie ihr eure Kamera dann auch haben wollt. Oder wie ihr es stabiler und schöner findet. Gedacht, das ist fürs andere. Ist mal blöd, das vorher durchzustecken. Einen Moment. Thank you.
gleich straff. Lass mir noch das andere einfädeln. Kann man auch vorher schon machen. Vielleicht das sogar einfacher. Wenn ich das sehe. Mensch. Wieder sind nur Aluminiumröhrchen, jetzt sogar noch in M2. Nicht das Todesfest drehen, nur handfest. Am besten Schraubensicherung noch verwenden. Dann flutschen die euch auch nicht weg während dem Flug, wenn Vibrationen oder so drauf kommen. Okay, ich habe schon wieder eine Schraube getötet gerade. Na gut. Und voilà, da haben wir das und der. Wenn ihr den jetzt hier anfasst, ist das schon sehr stabil, biegt sich noch sehr wenig. Hier oben kommt erstmal kein Standoff rein, denn später mal sollte da der TBU-Mark kommen, der hier dann als Standoff dient. Und das kleine bisschen, was sich da bewegen kann, bewegt sich dann hier eben wirklich nicht mehr. Gut, jetzt kommt nur noch für die Kamera, damit die auch schön geschützt und Softtop befestigt ist, diese Platten hier rein, einfach nur ansetzen und reindrücken. Die sitzen straff, das will so, das muss so sein. Und hier ist jetzt der Unterschied, wenn ihr eine Microcam habt, dann setzt ihr die so rum ein, mit diesem, das TBU zeigt nach außen. Wenn ihr eine Nano-Cam habt, dann fügt ihr sie von innen ein. Das ist genauso gemessen und gemacht, dass sie also dann innen, der Innenabstand, jetzt werde ich die hier noch so einfügen. Da wäre der Innenabstand 19 mm, füge ich sie von innen ein, ist der Innenabstand genau 14 mm, perfekt für Nano-Cams. Ich werde hier aber eine Micro-Cam wahrscheinlich verbauen, deswegen von außen. So. Voila, da ist er. Keine Chance. Bombenfest. Und noch.